Können wir anfangen? Gut. Ja, es ist ja heute der letzte Vormittag und es hat sich insgesamt alles ein bisschen verschoben. Gestern sind wir noch nicht fertig geworden mit dem Samariter. Ich möchte gerne noch etwas sagen über Öl und Wein, weil es ja eigentlich die zentralen Begriffe da drin sind. Und wenn wir jetzt da einfach so drüber gehen und jetzt so weiter rauschen, das ist ja wie, man kann mit dem Auto durch den Wald fahren, also wenn es jetzt eine Straße gibt, man kann mit dem Fahrrad durch den Wald fahren oder man kann durch den Wald gehen, joggen und spazieren oder eben auch mal stehen bleiben und eine Pause machen. Und wann wird man am meisten entdecken? Ist völlig klar. Und genauso ist das hier auch. Und es ist natürlich in diesem Rahmen, weil letztlich weiß ich gar nicht, was Ihre Erwartungshaltung ist. Ich habe an mich immer sehr hohe Anforderungen. Aber ich habe gestern zu jemand gesagt, wenn ich jetzt dort sitzen würde und hätte, spulen wir mal 20 Jahre zurück und hätte das gehört, dann wäre das für mich viel zu viel gewesen. Obwohl ich es gewohnt bin zu lernen und viel und gerne lerne, aber auch heute noch genauso. Aber es sollte dann irgendwann vielleicht und das Gefühl entstehen, aha, das macht Sinn, ich möchte mich auch mehr damit beschäftigen. Dass, wenn das dann dabei bleibt, dann wäre schon viel gewonnen. Und ich habe ein schönes Bild mal gefunden in irgendeinem Archiv. So wie überhaupt der Weg des Menschen ist, was auch mit dem Wochenende beschrieben wird. Also erst ist alles da. Es ist der Baum da, der bringt die Frucht und der Mensch sagt, ach, was könnte man damit machen? Und dann holt er die Axt und haut das Ding entzwei. Also der Baum ist das Wachstum in der Zeit, um das mal so ein bisschen auch anders zu deuten. Der Baum ist das Wachstum in der Zeit. Der Baum heißt Etz im Hebräischen und sprachlich sehr nah oder phonetisch im Ausklang sehr nah ist Et, was tatsächlich der Begriff Zeit ist. Und so wird es eben auch gesehen, dass ein Baum und damit das Holz, im Hebräischen wird das nicht unterschieden. Das ist also egal, ob ich Baum oder Holz sage, es ist immer Etz. Das ist 70-90, wer das aufschreiben will, also Ayin Zadeh. Und dieser Baum bringt also etwas mit sich, eine ganz hohe Stabilität, wie auch unser Knochen. Es ist, manchmal wird das sogar verglichen, obwohl es von der Struktur, von der Faserung ist es natürlich anders, aber es gibt auch eine Stabilität. Der Knochen ist dann ECM. Der Knochen ist ECM, genau, ja. Und der Baum, ja, richtig, ja. Etz. Und dann einfach eine Mem hinten dran haben wir Ezem. Entschuldigung, ist das selbst. Und der Knochen. Ja, natürlich auch. Ich war wieder bei dem Gerim. Es gibt noch mehr Begriffe. Ja, genau, richtig. Ja. Wird aus diesem gebildet. Also sprachlich ist es näher zusammen als biologisch anscheinend. Und wir wachsen auch in der Zeit. Die Zeit gibt uns genauso ihre Spuren und je nachdem, in welchem Gebiet wir wachsen, je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist, wie wir den Regen haben, wie wir den Wind haben. Wenn wir an der Küste zum Beispiel entlangfahren und dort, wo sehr viel starker Wind ist, dann sehen wir, dass die Bäume da häufig sehr schief sind. Und genauso ist das in unserem Leben. Wenn wir in einer Familiensituation aufgewachsen sind, wo immer der Wind aus einer Seite sehr stark kam, dann sind wir schief. Aber die Wurzeln passen sich an. Also wie wir in der Zeit wachsen und prägt uns natürlich auch die Zeit. Und man kann das nicht einfach wegwischen und sagen, naja, jetzt gehen wir eben nach Asien und leben so. Das ist für uns ein Kulturschock und umgedreht genauso. Und wenn wir eine gewisse Jahreszahl auf dem Buckel haben, wie man so sagt, dann lässt sich so eine Änderung nicht mehr allzu leicht umsetzen. Also wir nehmen die Axt und hacken das um, weil wir von dem, was eigentlich die Welt und was uns vom Ursprung, vom Vaterhaus im Sinnbild des verlorenen Sohnes mitgegeben wurde, weil wir erstmal sagen, ach, wir versuchen es mal zu verbessern und zu verändern. Wir müssen irgendwas machen. Und es ist die Krux unseres Lebens, dass wir einerseits alles haben und andererseits aber auch denken, wir hätten nicht alles, was ja der Begriff Skula vom Schwedischen her ist, was Schuld bedeutet und wo wir sagen, wir müssen noch was verändern, wir müssen was machen. Das ist nicht der siebte Tag, es ist nicht sehr gut, es reicht noch nicht, wir müssen was verbessern. Aber da, wo der Mensch eingreift, kommt die als Konsequenz, dass er erneut eingreifen muss. Das sehen wir überall in der Natur auch. Wir verbessern was und auf einmal sieht man in der Folge, in der Zeit, im Wachstum der Zeit, jetzt passiert etwas. Du liebe Zeit, da haben wir gar nicht dran gedacht. Jetzt müssen wir das auch wieder ändern. Jetzt müssen wir das wieder ändern. Und so geht das die ganze Zeit. Ja, und dann wird dieser Baum bearbeitet.
Der Mann macht es also klein und das, was ihm zuvor die Frucht gegeben hat, was ihm eigentlich das gegeben hat, was er zum Leben braucht, dieser Baum hat nur das, was in der Zeit gewachsen war, das nimmt er jetzt und verwertet er. Er verwertet nicht mehr die Frucht, das, was kommt, sondern nur das, was jetzt über die Jahre hinweg bestanden hat. Das ist eigentlich das Festhalten an der Geschichte. Und sagt, ich baue mir jetzt aus meiner Geschichte meinen eigenen Gott. Und das funktioniert natürlich nicht, weil, wie wir sehen, er baut dann seinen Götze daraus und fragt sich, warum habe ich auf einmal Hunger? Warum kann mir niemand mehr den Hunger stillen? Und dann kniet er davor nieder und betet das an, was er selbst gebaut hat, und fragt sich, warum er eigentlich leer bleibt, warum er so sinnentleert ist. Und das ist einfach ein kleines Bild, und man kann so ein bisschen was da reindeuten, weil das kommt nicht von ungefähr, und es ist eigentlich ein tiefes Wissen in uns allen drin. Ich möchte noch eins aufgreifen von dem, was die Margret gesagt hat vorhin im kleinen Kreis, mit der Prüfung, was auch am Freitagabend war. Es gab tatsächlich mal das Ansinnen von Kursteilnehmern in den Niederlanden, schon sehr lange her, ich glaube 60er, Anfang 70er Jahre, dass eine Gruppe sich prüfen lassen wollte von Weinreb und wollte ein Zertifikat haben. Zertifikat altes Wissen oder so, schreibt in einem Buch mal. Und dann sagt er, bitte machen Sie das nicht. Doch, 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 waren fast alles Akademiker gewesen, die wollen unbedingt Zertifikate haben. Und dann hat er gesagt, na gut, wir lassen uns darauf ein, wir machen ein Semester lang, und dann ging das los mit den ganzen Zusammenhängen und Zahlen und Hebräisch und so weiter. Und dann und am Ende teilt er dann eine Prüfung aus, als Professor wusste ja, wie man das macht. Und es sind alle haushoch durchgefallen. Also nicht mal im Ansatz dieses Ziel erreicht. Und dann sagt er, wollen wir es wegschmeißen? Ja. Und dann haben sie die Prüfung vernichtet, und das nie wieder hat einer danach gefragt. Diese Anekdote fällt mir eben dann ein, und man kann es einfach nicht in diesem Sinne aufarbeiten und bearbeiten. Es muss auch irgendwo kommen. Bei mir ist es selbst so, dass ich die Bücher lese und neu lese, und ich lese immer wieder neue Sachen und immer wieder neue Sachen und denke dann, das habe ich noch nie gelesen. Aber ich habe es tatsächlich schon mal gelesen, aber es ging einfach nicht rein. Und genauso ist, hören wir auf der Art und auf der Ebene, wo wir gerade sehen. Wir sehen nur das vom Weg aus, wo wir uns gerade befinden. Wir können jetzt nicht draußen den Hof sehen, weil wir einfach an einer anderen Stelle sind. Und jetzt müssen wir darauf vertrauen, dass derjenige, der im Hof vorne jetzt gerade ist und gerade reinkommt, uns einen authentischen Bericht gibt. Also das müssen wir dann glauben. Wir haben das mit dem Knochen gehabt und mit der Zahl 248, mit dem Esel und diesem Selbstwert. Und brachte mich jemand gestern Abend noch darauf, dass natürlich der Name Abraham auch der Zahlenwert 248 ist. Und er ist der Vater des Glaubens. Unser Vater des Glaubens, was im Hebräischen ja identisch ist mit Treue und Vertrauen. Und hier zeigt sich auch schon in dieser Zahlenübereinstimmung, dass ein Selbstwert, eine Stabilität durch Vertrauen eben erzeugt werden kann. Und es ist, mir sagte ein Pfarrer mal, dass man wieder dahin kommt, Verträge nur noch per Handschlag zu machen in bestimmten Kreisen. Da sagte ich, was, Verträge per Handschlag? Und er sagte, Sie werden es nicht glauben, das ist für die Menschen verbindlicher als ein ausformulierter Vertrag über 40 Seiten. Und es hat etwas Ursprüngliches im Menschen, dass man sagt, mein Wort zählt, ich gebe die Hand. Das wirkt viel tiefer als dieses Geschriebene. Und dieses Überzeugen und Vertrauen bei Abraham, das hat genau damit zu tun, dass man jemandem vertraut. Ich bringe immer das Beispiel von meinem Kind, das von der Waschmaschine springen muss, von der Reichenau-Tagung habe ich es auch erzählt. Ich stelle das Kind auf die Waschmaschine, also ich habe das mit meinen Kindern immer gemacht, und stelle mich dann ein bisschen weg und sage, aufspringen. Fast alle Eltern haben das irgendwo mal gemacht, mit den Kindern, glaube ich. Und das Kind zögert manchmal erst und steht davor und soll ich es oder soll ich nicht. Und irgendwann traut sich's, weil es weiß, es lässt sich fallen ins Nichts. Es ist also vollkommen unsicher. Und wenn es das erste Mal funktioniert hat, dann stellt man es wieder hin und dann springt sofort. Und dann
vergrößert man natürlich den Abstand. Und dann schaut man, wie weit geht das Vertrauen? Ich glaube, unser Weg ist nichts anderes. Unser Weg mit Gott. Wir müssen in ganz kleinen Schritten muss man aber das Vertrauen lernen. Und Vertrauen haben wir, das ist auch dieses Wachstum in der Zeit. Es kommt mit der Zeit, kommt dann auch eine Stabilität. Und deswegen werden wir so empfindlich auch gekränkt und getroffen, wenn ein Vertrauen missbraucht wird. Wenn uns jemand irgendwie hintergeht oder sonst was, und je näher dieser Mensch uns steht oder stand, desto tiefer geht dann diese Wunde. Also dieses Vertrauen ist etwas ganz grundsätzlich Intimes auch in uns selbst. Und genau genommen basiert auch unser ganzes Leben auf Vertrauen. Wenn ich jetzt nachher ins Flugzeug steige, dann vertraue ich doch darauf, dass da Ingenieure waren, die das richtig gebaut haben. Dass da ein Pilot ist, der nicht besoffen ist, wie das jetzt vor 2 Wochen ausgerechnet bei der Airline der Fall war, mit der ich heute fliege. Also das war in Stuttgart gewesen, da hat er getorkelt. Der Co-Pilot auch? Nur der Co-Pilot. Der Co-Pilot hat getorkelt beim Reingehen und da war einer von der Security da am Flughafen, dem ist das aufgefallen. Und der hat dann die Polizei gerufen und die haben den einkassiert, haben den kontrolliert. Und das war natürlich schlimm, weil die ganze Crew hat ja irgendwo davon gewusst, weil man riecht das ja, wenn einer wirklich Strom hat. Und der hat natürlich sofort seine Lizenz wegbekommen und so weiter. Aber das Vertrauen wird dann sofort gekränkt. Da ist dein Ruf einer Firma sofort ruiniert. Das dauert so lange, einen Ruf aufzubauen, so genau wie dieser Baum wachsen muss. Wenn man einen kleinen Baum pflanzt, wir haben jetzt Obstbäume, Fruchtbäume gepflanzt, und dann denke ich immer, oh, das dauert so lange, bis sie mal groß sind. Aber dann haben sie die Stabilität und dann können sie auch erst die Frucht tragen. Genau wie in unserem Leben auch, das erstmal wachsen muss, um die Frucht überhaupt tragen zu können. Deswegen ist es ganz gut, dass wir vielleicht auch gar nicht alles verstehen und gar nicht alles umsetzen können. Aber ein kleiner Baum hat schon mal so 2, 3 Äpfel dran. Und die Frucht ist ja eigentlich nicht für den Baum selbst, sondern für das, was den Baum eben pflückt und erntet, seien es die Tiere. Aber witzigerweise ist ja der Kern in der Frucht. Und also dieses Weitergeben, das Weitertragen. Und wir wissen auch von der Natur her, das ist kein Geheimnis, dass die Tiere, die das aufnehmen, die Kerne ja dann irgendwo anders wieder ausscheiden. Also können wir sagen, der Baum, der hat doch den Schlawiner, der hat doch einen Eigennutz damit drin, dass er seine Früchte gibt. Also da steckt viel, viel drin, auch was Frucht überhaupt angeht, Frucht in unserem Leben. Weil die Frucht in unserem Leben, die ist eigentlich nie für uns. Ja. Gerne. Ja, Selbstwert ist das Wort, das wir über uns selbst sagen, habe ich gestern schon mal gesagt. Also, wer bin ich? Wer bin ich? Wie komme ich da dran an meine eigenen Überzeugung? Knochen im Deutschen stammt von dem Wort Bein, das Nasenbein, Jochbein, Keilbein, die Gebeine des Menschen, sagt man auch noch. Und Englisch ist Knochen Bone, Schwedisch heißt es Ben. Im Niederländischen sagt man Ich bin, wenn ich sagen will, ich bin. Und man sieht hier in der Sprache schon, dass der Knochen was mit dem Selbst zu tun hat. Wer dem Ewigen das Gewicht gibt, nimmt dieses Leben leicht, hatte ich gestern schon mal erwähnt. Und das ist eben diese innere Stärke, der innere Aufbau und die Stabilität von innen, das Gewachsene, was die Erfahrung gesammelt hat. Ja, und da ein sehr schönes Zitat aus dem Niederländischen jetzt übersetzt von Versöhning. Also Versöhnung, das gibt es eine Schrift von ihm, da sagt er, aber Ewigkeit bedeutet für mich, es ist etwas anderes, eine Art Stolz in mir, eine Art Selbstbewusstsein, an das niemand heranreichen kann. Also er sagt, das ist sein Selbstwert, dass er weiß, wo er herkommt, aus welchem Hause er wirklich stammt, wer wirklich Vater und Mutter ist. Und das gibt das Selbstbewusstsein, an das niemand heranreichen kann. Das wurde nicht egozentrisch erarbeitet, sondern das ist das Bewusstsein, da komme ich her, wie beim verlorenen Sohn. Jetzt weiß ich, wo ich herkomme. Ich bin der Sohn, aber durch diesen Weg hier, den wir auf der Erde haben, empfinden wir diese, wie der Sohn dann auch, als er sich erinnert, sagte, ich kann ja nicht mehr als Sohn kommen, ich habe es doch verspielt, ich habe mir doch alles auszahlen lassen. Wie kann ich denn jetzt noch Sohn sein? Wein und Öl,
hängen nicht nur mit dem Opfer zusammen im Alten Testament, also mit dem Korban, dem Näherkommen. Da wird das ja gerade in Verbindung mit dem Lamm, wird Öl und Wein hinzugemengt. Da kommt dann noch als erstes auch das Weizenmehl dazu. Aber Öl und Wein spielen hier eine entscheidende Rolle. Öl und Wein sehen wir hier nach 5. Mose 8, Vers 8 und 9. Das ist eine ganz zentrale Stelle, auf die Weinreb sich immer wieder beruft, weil hier eine Struktur gegeben ist der verschiedenen Wachstumsarten und der daraus resultierenden Früchte. Also das erste ist dann Weizen. Es wird dann auch in Verbindung mit den 7 Schöpfungstagen gesehen. Das erste ist der Weizen, das erscheint. Das entspricht dann natürlich auch dem ersten Tag, auch dem Licht. Dann Gerste ist der zweite Tag. Dann als drittes kommen die Weinstöcke. Also da steht dann der Weinberg und davon eben die Weintraube. Und hier sehen wir das erste Mal den Unterschied, denn bei Weizen und Gerste essen wir das Korn oder wir verarbeiten das Korn zu Brot oder Bier meinetwegen. Also es kommt ein Verarbeitungsprozess. Und bei dem Wein und bei den daraus kommenden Trauben essen wir das Fleisch. Ausdrücklich ist jetzt ein Unterschied. Man isst jetzt also nicht mehr den Kern, sondern das Fleisch wird auch hier unterschieden. Also ich hatte schon das Einleiten schon so gemacht, denn der Kern ist ja auch, wo essen wir denn insbesondere den Kern? Bei der Nuss. Bei der Nuss essen wir nur den Kern. Und das Wandeln im Lustgarten, das Wandeln im Hohelied heißt das mal, das Wandeln im Lustgarten. Und da ist man also am Kern angekommen vom Ganzen. Bei manchen Früchten kann man die Kerne gar nicht genießen oder noch nicht mal beißen, weil sie so fest sind oder sind einfach auch nicht verdaulich, die gehen dann weiter. Also Weinstock, stellen wir hier fest, ist das Dritte. Und das Dritte ist immer in der Systematik der Bibel, das sehen wir schon bei dem Schöpfungsbericht. Da haben wir ja am ersten Tag haben wir das Licht, Vayomer Elohim, Vayehior, also es werde Licht, Vayehior. Und es ist Licht. Wir können auch sagen, es ist Licht und es ist Licht. Man kann das als Prozess sehen. Es werde Licht, ja, und es war Licht. Oder es war Licht und es ist Licht. Also weil das Hebräische gar keine Zeitform kennt, wie wir das haben. Es ist tatsächlich schon, auch wenn man das so sieht, grammatikalisch eine ewige Sprache. Und am dritten Tag kommen dann die Früchte, die Samen geben und so weiter. Und da wird zweimal gesagt, Vayomer, und er spricht. Vayomer Elohim, also Gott spricht. Da kommt dann diese Teilung hinein. Also am ersten Tag einmal, am zweiten Tag einmal, am dritten Tag zweimal, dann wieder einmal, dann wieder einmal und am sechsten Tag wieder zweimal. Man kann diese Systematik in Schöpfung im Wort und Zahlzeichenwort. Bitte? Viermal. Ja, richtig. Ja, das ist richtig. Genau, ja, ist richtig. Danke. Und man kann also hier diese Systematik erkennen, dass es der dritte auch bei den Erzvätern, Abraham, Isaac und Jakob, der Jakob ist ein Zwilling, beziehungsweise der Jakob ist selbst ein Zwilling und hat wieder zwei Frauen, er hat die Rahel und die Leha, also wieder das Doppelte. Und das ist ein typisches Merkmal von der 3, was man hier bei dem Weinstock schon mal im Hintergrund behalten sollte. Denn der Wein ist ja auch dann, wie ich es jetzt gestern in Verbindung mit diesen 974 Welten gesagt habe, bietet, wie gesagt, wird die Alternative. Ich kann ihn zur Freude nehmen, so heißt es auch mehrfach in der Bibel, trinke den Wein zur Freude oder zum Rausch. Und diese Möglichkeit hat der Mensch. Also es kommt jetzt eine Alternative, genau ja wie bei Jakob und Esau. Esau kommt doch von dem Begriff Esef, Asaf, ist die Verse, ne, Ekef, Jakob ist, das verwechsel ich jetzt schon, Jakob ist die Verse. Und weil er wird auch Fersenhalter dann genannt, aber da haben wir die Alternative, wir haben zwei Fersen und die Ferse trägt unser ganzes Gewicht. Also der Vorderfuß der ist für die Balance zuständig und die Ferse hat aber das ganze Gewicht und hat eine besondere Form. Und wenn wir überlegen, was da für, die ganze Zeit für einen Druck drauf geht, dann ist es schön, wenn wir wechseln können. Also die Alternative im Leben sagt jetzt, ich gehe auf die eine Seite und gehe wieder auf die andere. Die Alternative zeigt sich auch, wie gestern schon gesagt, in der Mutterbrust, wo das Kind von einer Seite trinkt und von der anderen. Wir können was umarmen, wenn wir beide Hände benutzen. Mit einer Hand umarmen, das ist keine richtige Umarmung. Und
brauchen also so beide Seiten, um etwas wirklich umfassen zu können. Beide Seiten, um den Weg gehen zu können, um laufen zu können. Und der Weinstock ist hier in diesem Bild schon das dritte, was diese Alternative zeigt. Das vierte ist dann der Feigenbaum mit der Feige. Der ist eben dann von der Frucht her so, wie auch schon erwähnt, außen sieht es als Einheit aus, aber innen hat er ganz viele Kerne, also die Feigenfrucht. Und hier wird etwas dargestellt, das ist es, wie bei dem also Feigenbaum, auch als Baum des Wissens. Und der Baum des Wissens ist in der Systematik viermal Baum des Lebens, 233 mal 4, 932. Also das ist der Zahlenwert, den der Baum des Wissens hat, genau diese 200, 932. Und zeigt da schon auch diese vier, genau wie diese vierte Frucht, jetzt mit den Feigen, die von der Schlange, von der gesagt wird, sie ist listig, so dargestellt wird und sagt, das ist es, das ist es. Aber wenn man dann diese Frucht nimmt, dann kommt diese Vielheit zustande. Ach du liebe Zeit. Und diese Vielheit bringt wieder Vielheit hervor. Und immer mehr, immer mehr. Es differenziert immer weiter und immer weiter. Und man kommt dann über diesen Baum, über die Frucht nicht dahin, es zu erkennen. Benutzt man aber diesen Baum nicht zum Nehmen der Frucht, sondern um emporzuklettern, Bild des Zachäus, dann funktioniert das auf einmal ganz anders. Dann kann man den Messias entdecken. Also er nimmt nicht von der Frucht bei dem Zachäus, sondern er nimmt ihn und es wird als kleiner Mann bezeichnet. Es ist wie das kleine Licht des Mondes, das Rechnen mit der Zeit, ist klein, aber sagt, es gibt eine Möglichkeit, um da hochzukommen. Ich kann meine eigene Unmöglichkeit, meine gegebene Unmöglichkeit kompensieren, indem ich was nehme, was da gewachsen ist. Deswegen darf man diesen Baum des Wissens also nicht jetzt so verunglimpfen, er hat seine Bedeutung. Und das ist das Schöne, was uns auch mitgeteilt wird, dass man tatsächlich über diesen Weg dann nach oben, auf diese Art und Weise, der ja anstrengend ist. Man kann ja nicht auf einen Baum klettern, einfach mal so wupp und oben, sondern man muss dann da hoch und es gibt Tiere, die auf dem Baum leben und da hochklettern und das hat auch wieder mit uns zu tun. Und so sehen wir, dass diese ganze Sache mit diesen Bäumen, mit dem Holz, das ist so essentiell. Und wenn man das einmal ein wenig verstanden hat, dann kann man auch das andere, was damit zusammenhängt, besser einordnen. Also die Weinstöcke, der Wein an dritter Stelle, als viertes die Feige, dann kommt der Granatapfel, wo wir auch wieder das Fleisch essen. Als sechstes, und das ist jetzt die Verdopplung der drei, von dem Weinstock kommt die Olive. Und die Olive ist ein Baum, also der wächst sehr, sehr, sehr langsam. Es ist sehr verknöchert. In Portugal ist ja alles voll mit Olivenbäumen, wir haben selbst welche. Und es ist ein sehr wertvolles Holz. Also Leute, die Holz bearbeiten und so Skulpturen daraus machen, die bezahlen sehr viel Geld für Olivenholz, wenn es im guten Zustand ist, weil es so langsam wächst. Es ist also, die Pflanze hat an sich schon, die immergrüne Pflanze, etwas sehr Edles. Und bringt dann diese Frucht hervor an diesem sechsten Tag. Und jetzt hat der Wein, ich weiß gar nicht, ob ich das als Zitat dabei habe. Nee, noch nicht. Jetzt hat der Wein also auch diesen Verarbeitungsprozess. Wir können den Wein auch, beziehungsweise die Traube können wir direkt essen als Fleisch. Wir können aber auch die Traube verarbeiten. Und desgleichen das Öl. Das Öl kommt nicht direkt aus der Traube heraus, aus der Olive, aber wir können die Olive auch direkt essen. Es ist also beides möglich. Diese Frucht der Olive hat dann, haben wir es jetzt hier, ja, also das habe ich jetzt aus dem Buch heraus, weiß gar nicht, in welchem Buch das jetzt war, am sechsten Tag, das ist die sechste Frucht, kann man die Olive essen, das Öl trinken. Am siebten Tag, dem Tag der Ruhe, also dann ist es für das Inwendige.
sechste Tag ist dieses Aufnehmen der Frucht für das Inwendige. Am siebten Tag wird das Öl verwendet. Ist ein Tag der Ruhe, kann es zum Brennen in der Lampe benutzt werden. Also das ist diese Tradition, die man dann so einhält. Es ist das Licht, das dann leuchtet, das zeigt uns den Weg. Alles ruht, es ist der Schabbat, es ist diese Welt, es ist diese Gegenwart. Am achten Tag aber ist das Öl zur Salbung da. Und hier zeigt sich wieder eine Merkwürdigkeit der Sprache. Das Wort für Öl, Schemen, und das Wort für acht, Schmona, haben den gleichen Stamm. Sie werden also fast identisch geschrieben. Mach's mal zurück. Da ist das hebräische Wort. Und wenn man da jetzt hier hinten noch eine He macht, so, und dann wäre es die 5, und dann haben wir Schmona. Und das ist das Zahlwort 8. Also wenn man 8 sagt, sagt man Schmona, Sheva wäre 7 zum Beispiel, Echad ist 1. Und die 8 hat eine Besonderheit im Hebräischen, denn dort werden die Zahlen nach männlich und weiblich unterschieden. Nur die 8 ist weiblich, die ist immer weiblich. Also die 8 gibt es nicht männlich. Und das ist der Charakter auch dieses Achten, dieses Gesalbten, was auch mit dieser 26 zusammenhängt, dass es hier etwas Weibliches zeigt, etwas, was umhüllt. Weil das, die Salbung von außen ist das Umhüllende. Das ist das, was man könnte sagen, einkleidet, was dann eine ganz neue Situation für den Menschen gibt. Das Öl hat, das Salben betrifft, hier aus dem Auszug aus dem chassidischen Narrenparadies, den ganzen Körper, die ganze Erscheinung, was bisher nur in den Körper hineinging, was bisher das Licht für seinen Weg war, auch von außen, wird jetzt am achten Tag die Umhüllung des Menschen. Jetzt erscheint äußerlich, was bisher niemals erscheinen konnte, das ist das Bild vom Pressen. Gulgulet hat man das letzte Mal, Golgatha, das Pressen der Frucht. Und jetzt durch diesen Pressvorgang erst kommt es von innen nach außen. Jetzt sind die Oliven natürlich auch wir selbst. Also wann kommt es von uns, von innen nach außen? Durch Druck, durch, bitte? Durch Enge, durch eine, wer schon mal so dabei war, wenn das gepresst wird, das sind ganz große Pressen, auch beim, man kann das natürlich auch klein mit der Hand machen, man könnte sagen, dieses Fleisch, dieses Fruchtfleisch wird jetzt zerquetscht und zermatscht. Das Fleisch ist ja auch Bassar und Bessorah ist die Botschaft, also das Wort Botschaft kommt ja von dem Wort Fleisch, das sagt Weinrib auch an ganz vielen Stellen, und das wird jetzt zerquetscht. Das heißt, unser eigenes, was wir bislang dachten, unser ganzes Weltbild, alles Fleisch ist letztlich, sagt er, die ganze molekulare Welt. Es ist alles, was wir irgendwie begreifen und sehen können. Das ist alles mit Fleisch gemeint. Und das ist natürlich auch Botschaft. Es ist nicht nur Botschaft, was wir sagen, es ist auch Botschaft, was wir sehen. Man sagt, die Körpersprachler sagen, 80% von dem, was ein Mensch spricht, wenn er spricht, macht er mit Mimik und Gestik. Läuft da rum, bleibt er stehen oder hat er die Lippen nach unten, ja, dann sind sie zur Erde gerichtet, sind sie nach oben, sind sie zum Himmel gerichtet. Deswegen hat das Lächeln immer etwas von der anderen Welt von oben. Und dieses, wie von unserer Bundeskanzlerin in Deutschland, da ist dann dieser... bitte? Da geht es sehr weit nach unten. Da geht es sehr, sehr weit nach unten, ja, da hängen große Gewichte scheins dran. Und aber auch überhaupt bei Menschen, die wenig lachen, da ist das dann in dieser Form, prägt sich das dann aus. Also Sprache drückt alles, was wir machen, ist letztlich Sprache. Auch unsere Kleidung, was wir, wie wir leben, das ist alles eine Sprache. Und man sagt ja auch, zeig mir dein Haus und du brauchst mir gar nicht sagen, wer du bist. Und genauso jemand, der musiziert, der zeigt mit seinem Musikinstrument, wer ist man? Man sagt auch, der Musiker drückt mit dem Instrument seine Seele aus. Er lässt die nach draußen, er lässt die frei, er lässt die Melodie erklingen, den Rhythmus erklingen. Und so ist dieser Pressvorgang etwas, das uns in eine Situation bringt, wo wir nicht mehr weiter können und wo wir nicht mehr spielen können. Die Persona, die Maske ist immer außen, verhüllt es, die verdeckt es. Aber was kommt durch? Es ist die Stimme, per durch Sona, Sonor, der Schall kommt durch. Und bei der Olive kommt dann auch in diesem Bild etwas von uns durch, wenn wir unter Druck geraten, gibt plötzlich der Mensch etwas von sich preis, was er sonst gerne für sich behält. Und auf einmal, und dann sagt er, gut, jetzt ist es raus.
Wir kennen das. Jeder kennt diesen Satz, jetzt ist es raus. Und nicht selten fühlen wir dann ein Gefühl von Befreiung. Ah, jetzt habe ich es gesagt. Okay, ich brauche es nicht mehr länger mit mir rumtragen. Denn die Olive braucht auch dieses Öl nicht länger mit sich rumtragen. Es bedeutet, jetzt erscheinen in der Zeit gestorbenen, die wir eventuell als Erinnerung bewahrten oder die uns im Leben Wegweiser waren, Lichtgaben. Jetzt erscheinen unsere Wünsche, unsere Träume, also alles, was ihnen ist. Alles jetzt gerichtet, recht gemacht vor Gott. Bei Weinreb immer, richten heißt aufrichten, zurechtrichten. Rache, mein ist die Rache, ich will vergelten, gibt es einen Satz in der Bibel. Nekama ist das, ist die Rache und da steckt das Wort Kum drin und daher kommt es auch. Das heißt aufrichten. Natürlich gerade richten, wie der Posaunenlehrer mir gesagt hat, stell dich mal gerade hin. Du musst dir vorstellen, da hat jemand über dir, ein Puppenspieler, ein paar Fäden an deinem Kopf und zieht dich hoch. Mach dich mal gerade. Und das ist dieses Gericht, das heißt, es wird gerade gerichtet. Und gerade richten ist bei jemandem, der die ganze Zeit so stand, da passen sich ja die Muskeln an, da passt sich das Skelett passt sich an, wenn wir schief sind. Das muss ja so sein. Und wenn man jetzt so einen Mensch gerade richtet, dann tut das weh. Und das ist alles, hat alles mit diesem Pressvorgang zu tun, mit dieser Veränderung. Gerichtet, recht gemacht vor Gott, das Böse wird gerichtet, vielleicht weggenommen. Es war wie der Schmutz des Weges, des Wachstums und wird abgewaschen. Die Welt hat Gott zur Freude, zum Glück erschaffen. Also all das hier, Ausdruck vom Salben, von Maschiach im Hebräischen, bis für Griechisch Messias, Christus, dann in der griechischen Sprache und davon abgeleitet auch einige Vornamen. Und mal gerade zurück. Ja, und es hat den Zahlenwert 390 und 390 haben wir gesehen, war auch der Himmel, ist auch 390. Wenn man so will, sind nur die letzten beiden, ist dieses Zeichen hier, diese Nun, die ganz nach unten geht, denn der Druck heißt, ich bin ganz unten. Der ganz nach unten geht, diese Nun, die fasst diese 10 und die 40 zusammen. Und die 10 und die 40, die wir hatten bei dem Wort Shamayim am Ende, kann man auch sprechen als Yom, dann heißt es der Tag. Yom Echad, Tag 1. Und dieser Tag ist also unser Tag. Siehe, heute ist der Tag des Heils, immer Yom. Und jetzt fassen wir diesen Tag zusammen, das machen wir manchmal auch abends vielleicht, wir fassen jetzt mal den Tag zusammen und haben vielleicht dann so eine Nun am Ende, wenn es zusammengefasst wird, zu der 50. Denn die 50 ist tatsächlich auch das Ziel, auf das es was mit diesem Sohn, mit Ben zu tun hat, mit dem gelobten Land zu tun hat. Der Mose führt durch die Wüste, landet in Moab bei der 7x7, das Höchste, was die 7 hervorbringen kann, bei der 49. Und dann geht es rüber zur 50. Und das Öl endet bei dieser 50. Und interessant, es ist jetzt, man könnte sagen, das ist, müsste doch jetzt in ein großes Jauchzen gehen, aber da heißt es, geht ganz nach unten erstmal. Und tatsächlich ist ja dieser Jordan eben ist auch ganz unten. Das ist, dort ist dann der Übergang. Das Wort Wein schreibt sich mit Jod, Jod, Nun. Auch hier wieder die Nun am Ende. Genau das Gleiche, weil die Kelter, das ist wieder der Pressvorgang und wieder das in die Zange nehmen. Aber dann nicht nur das, sondern man lässt jetzt auch die Traube und den Saft lässt man vergären. Und hier kommt diese Kraft hinein von dieser anderen Welt. Und aufgrund dessen wird erst der Traubensaft zu Wein. Das ist ja gerade der Alkohol da drin und dieser Prozess, der damit stattfindet. Das ist gleichzeitig die 70. Und die 70 ist, wenn Sie Ihre hebräische Tabelle da noch haben, ist der Zahlenwert des Buchstabens Ayin. Und Ayin wird zugleich auch gedeutet, Ein ist das Auge. Und 70 wird gesehen als Gegenüber zu der Aleph. Die beiden haben eins gemeinsam und nur diese beiden, und insofern ist es auch, wenn man will, ein Paar. Die 70 ist die Vielheit, die Vielheit an sich wird mit dieser Zahl ausgedrückt. Wenn man sagen will, es ist nicht zählbar, sagt man 70. Und die Ayin hat keinen eigenen Laut. Wenn man sagt eine Ayin, sie ist genau genommen nur Vokalträger. Also
man sieht dieses Wort, wie bei Ezem, wie der Knochen, das beginnt mit der Ayin, aber man spricht einfach nur ein E. Diese Ayin selbst wird überhaupt nicht gesprochen. Man hört diesen Konsonant nicht. Das ist ein stiller Konsonant. Und die Aleph ist genau das Gleiche. Es ist ein stiller, schweigender Konsonant, der die 1 repräsentiert. Die beiden zusammen geben die 71. 71 ist eine wichtige Zahl. Das ist das Wort Jona. Jona, Sie kennen den Propheten, der einen weiblichen Namen hat. Das ist die 71 und der hat diese Auseinandersetzung. Er geht dann nach Tarschisch und auch in die Vielheit und geht wieder zurück zu der 1. Geht von der 1 raus in die Vielheit und geht wieder zurück und bringt das zusammen. Also mit 71 ist dann das auch ausgedrückt, wenn diese beiden stillen Zeichen in Kombination betrachtet werden. Und wer einmal die 70 nachschlägt in der Bibel, wird ganz häufig feststellen, übrigens auch im Vorlauf des barmherzigen Samariters, er sandte die 70 aus, je 2 und 2, und dann, sogar die Geister sind uns untertan und wir konnten Kranke heilen und so weiter. Also diese 70 wird dann nicht einfach so genannt, sondern hat dann eben die Bedeutung in der Vielheit und ist tatsächlich auch sehr viel möglich, sehr viel. Aber da sagt er ja, seid nicht froh, dass euch das alles untertan ist und dass euch das gelingt. Es geht um was ganz anderes. Aber trotzdem, der Mensch sehnt sich nach dieser 70 und nach diesem Rausgehen und die Möglichkeiten und gelangt, und da ist die Alternative des Weins dann sehr schnell in diesen Rausch hinein, der dann eben den Verstand, wie gestern schon beschrieben, abschaltet oder zumindest die Wahrnehmung verändert. Daher wird gesagt, ein Zitat, weiß nicht, ich habe leider nicht gesehen, aus welchem Buch ich das habe, das ist sehr alt, hatte ich aus einer alten Aufzeichnung, aber es ist ein Weinreb-Zitat. Daher wird gesagt, die Freiheit kommt als Gegensatz zum Rausch. Im Rausch hast du Angst, verfällst Wahnbildern. Im Rausch erlebt der Mensch einen Rückfall. Er fühlt sich unsicher, minderwertig. Interessant auch, er wird minderwertig. Genau das Gegenteil will er erreichen. Er wird frech und übermütig aus Kompensation. Er strebt nach Macht, tyrannisiert und terrorisiert die anderen, weil er keine Grundlage im Leben hat. Und diese Grundlage ist eben auch die Erde. Die Erde selbst ist ja Ausgangspunkt für Bewegung. Wir wissen manchmal nicht, bewegen wir uns gerade selbst oder bewegt sich die Welt. Das ist immer so, wenn man im Bahnhof steht und ist in einem Zug und die fahren immer so sanft an und es steht direkt ein Zug nebendran. Und dann auf einmal gehen die Fenster von dem anderen Zug in die Richtung. Dann weiß ich immer nicht, wer fährt denn jetzt eigentlich? Fahren wir nach vorne oder fährt der nach hinten? Und Bewegung bedingt ja eine Grundlage. Das kann ich mir, selbst ein Flugzeug, das sich bewegt hat, letztlich, es steht ja zu einem Bezugspunkt. Ich muss einen Bezugspunkt haben. Und wir können uns nur fortbewegen, wenn wir eine Grundlage haben. Wir wissen genau, was wir für Probleme kriegen, wenn wir Eis unter uns haben. Oder wenn irgendetwas sehr rutschig überhaupt ist, wenn wir keinen Grip haben, wie das ein Motorradfahrer nennt, dann rutscht alles weg. Und genau das ist dann das Problem, dann fällt nämlich der ganze Karren hin. Also es fällt dann nicht nur der Fuß, der rutscht, sondern der Fuß trägt ja das ganze andere. Also unsere Beziehung zum Irdischen hat mit unserem kompletten Menschen zu tun. Also mit dem, wovon ich gestern gesprochen habe, dass der Mensch nicht das ist, was erscheint, sondern das, was darüber hinaus ist und was im Wesentlichen unsichtbar und nicht begreifbar ist. Und wenn jetzt wir, die wir den Bodenkontakt haben, eher das Haupt, ihr die Glieder, ja, und dann eben dieser Kontakt bei der Schlange, du sollst ihren Kopf zertreten, sie wird in die Ferse beißen. Also wo findet die Auseinandersetzung mit der Schlange statt? Natürlich nur hier, wo der Bodenkontakt ist, sonst nirgends. Da ist die Auseinandersetzung. Deswegen wird dann in Mitteilung, ich bin noch nicht so gutgläubig da drin, wenn es dann heißt von so Jenseitskontakten in Anführungsstriche und so weiter, da kommt häufig diese Ansage und Durchsage, was dann dort die Geister sagen, wie auch immer. Dort auf der Welt kannst du das machen. Hier kannst du, wenn du hier bist, kannst du das nicht mehr machen. Du hast dort die Chance zu ändern, einzusehen, Einsicht zu erhalten. Das ist auch dieses vom verlorenen Sohn, auch damit mit hineinspielend. Dort kann ich wirklich diese Erfahrung machen, wie wertvoll ist es eigentlich,
wie wertvoll war mein Elternhaus, also im Sinne dieses Ewigen, war, wo ich herkomme, da ist doch alles in perfekter Harmonie. Das kann ich eben nicht machen, wenn ich zu Hause bleibe. Das ist, wenn man ein Kind nimmt, was nur verwöhnt ist, von vorne bis hinten und nie etwas selbst lernen musste, auch nie in Dreck fallen durfte oder sonst was, die sind frech. Diese Kinder, die werden so frech. Das sieht man in der heutigen Gesellschaft. Da haben die vierjährigen Terminkalender wie ein Manager bei einer großen Firma. Die müssen heute schon in der Vorschule müssen die Englisch, Französisch, Latein und sonst was lernen. Na, Latein weniger, aber. aber dann kommt der Musikunterricht, dann kommt das. Die sind so zugeballert. Und gerade der Hans-Peter Dürr, von dem ich erzählt habe, der sagt, man muss ganz massiv dieses Zuballern mit Wissen muss man rausnehmen in der Erziehung und in der Schule, um dem Kind Freiraum einzuräumen. Der Gerald Hüther, der Professor für Neurowissenschaftler, der hat gesagt, das Kind hat ein Recht auf Langeweile. Das ist wichtig. Und heute wird alles in die Wege geleitet, um ja keine Langeweile zu haben. Aber Langeweile heißt, jetzt begegnet mir das Geschenk der Zeit. Ich habe plötzlich, bin ich auf mich geworfen. Ich bin auf mich, bin darauf angewiesen, mal zu schauen, was kommt denn aus mir selbst hervor? Was könnte ich denn jetzt mal mit meiner Zeit anfangen? Und dieses Ausprobieren, sehen wir beim verlorenen Sohn auch, ich tue das jetzt immer schon mit einstreuen. Er geht dann raus, weil ich setze diese Geschichte also auch bekannt voraus. Er geht hinaus in die Welt, lässt sich dann mit meinen Worten jetzt mal das auszahlen, was er hat, hat sein Vermögen, das ist ja auch unser Leben. Wir kommen ja hierher, wir sind ja erstmal ausgestattet. Das ist ja nicht so, dass wir nicht überlebensfähig sind. Wenn im Mutterleib das Kind nicht überlebensfähig ist, dann geht es meistens ab. Also wir sind tatsächlich ausgestattet und mit einer ganzen Menge kommen dann in ein Elternhaus und so weiter und können überleben. Ich habe in Rumänien Kinder kennengelernt, die in der Kanalisation gelebt haben im Alter von 6 Jahren. Also ich bin eine Zeit lang Hilfstransporter gefahren und dann fährt man in eine Stadt rein, also es war in den 90er Jahren noch, und man hält eine Ampel an und dann springen die Kinder vorne auf die Stoßstange. Also die haben keine Eltern, nichts. Die springen auf die Stoßstange und dann kommen sie mit so einem Scheibensprüher, sprühen die Scheibe ein und wischen dann da und dann machen sie so. Und dann haben die sich gefreut, wenn man ihnen einen Apfel gegeben hat. Die wollten keine Scheinwerfer. Die wollten einfach was zu essen haben. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit einigen davon und dann, da hört man Lebensgeschichten, die kann man gar nicht glauben. Und dann dachte ich, als ich hier zurückgekommen bin nach Deutschland, meine Probleme sind keine Probleme. Als ich das dann mal so live erlebt habe, das hat mich so tiefgründig erschüttert. Das hat mich so erschüttert, dass ich auch gar nicht mehr so weiterleben konnte, wie ich wollte. Das braucht mir niemand sagen, guck mal, lebst du nicht ein bisschen auf großem Fuß oder so. Ich habe mich vor mir selbst geschämt für das, was ich gemacht habe, weil ich sah, dass es andere Menschen gibt, die ganz anders leben müssen. Und was ich will aber von diesem einen Wort noch nicht wegkommen, mit diesem ausgestattet sein. Das Kind hat tatsächlich die Fähigkeit besessen, ein Grundschulalter Kind für sein eigenes Überleben zu sorgen. Also ich glaube, der Mensch kann viel mehr als das, was man uns heute einredet. Zu was sind Menschen imstande, wenn sie in wirkliche Extremsituationen kommen? Ich möchte fast sagen, vielleicht ist es sogar nötig, dass Extremsituationen kommen, weil es den Menschen so gut geht. Der Volksmund sagt, wenn es dem Esel so gut geht, geht er aufs Eis. Und dann bricht er dann ein. So. Und genau so, weil es geht doch gar nicht darum. Ich habe auch gesagt, ich habe also zu mir, naja, was soll ich den Menschen eigentlich erzählen? Eigentlich habe ich gar nichts zu erzählen. Ich könnte mir andere Sachen vorstellen, die ich auch machen kann. Aber damit helfen wir uns ja auch nicht, wenn wir uns irgendwo verkriechen, in eine Ecke isolieren und dann, das ist kein Leben. Leben heißt, wie der zu Hause gebliebene Sohn beim verlorenen Sohn. Da sehen wir nichts von Freude, nichts von Empathie, nichts von Liebe, gar nichts. Er ist zu Hause. Das ist auch ein Teil von uns. Das ist der Teil, wie Weinreb sagt, der nicht gönnt. Das ist der Teil, wir haben den in uns selbst, der nicht gönnt. Wir gönnen uns selbst nicht das Glück. Und der Garten des Glücks ist der Gan Eden, das ist also der Garten Eden. Eden heißt Glück und Wohlbefinden. Und in der Bibel heißt aber Gan Be Eden, das heißt im Glück.
Das heißt, Hüte, Garten oder beziehungsweise Hüte, aber der Mensch hat diese Aufgabe schon mehr, er soll das hüten. Hüte das, wenn du dich im Glück befindest. Hüte dein Glück. Der zu Hause gebliebene Sohn, der, was du für den alles machst, mit meinen Worten. Für mich hast du nichts gemacht. Und will aber dann noch auf einzelne Verse dann im Detail kommen. Und wir gönnen uns, das ist auch ein Satz, den man in ganz vielen Büchern erlesen kann, wir gönnen uns selbst das Glück nicht. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, warum gönnen wir uns eigentlich das Glück nicht? Und vielleicht kennt das jemand unter uns, also ich weiß es zumindest von mir, ich erlebe was mich total überrascht im positiven Sinn. Ich bin so fröhlich und denke, oh. Und im nächsten Augenblick kommt der zu Hause gebliebene Sohn und sagt, das steht dir nicht zu. Ich weiß, vielleicht kennen Sie das auch einzelne. Das steht dir nicht zu. Warum steht mir das aber nicht zu? Und also als Vater kann ich sagen, es ist das größte Glück für mich, wenn ich meine eigenen Kinder fröhlich sehe. Das ist doch, es kann doch gar nicht anders sein. Und dann projiziert man, und jetzt muss ich leider das Christentum ein bisschen angreifen, dann projiziert man, dass Gott uns verdammt und gleichzeitig seine Kinder nennt. Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Natürlich kann ich vergessen, wer ich bin. Ich kann tatsächlich vergessen, wo ich herkomme. Aber das hat doch mit der Liebe Gottes zu mir nichts zu tun. Das hat überhaupt gar nichts zu tun. Dieses Wort Sheol, was mit Hölle übersetzt wird, oder Gehinnom, ich habe einen ganz ausführlichen Artikel mal geschrieben auf meiner Seite, brauche nur Hölle eingeben, Jungs und Hölle, kommt mal drauf, bedeutet was ganz anders. Das bedeutet erstens dieses Gehinnom, das ist eigentlich das nach unten gehen, immer weiter, Kata im Griechischen, hinab, immer weiter hinab. Und dann kommt natürlich diese Ausweglosigkeit, und ein Mensch, der sich nicht zurücksehnt, der geht einfach weiter hinab. Das ist eine Abwärtsspirale, das ist eine Destruktivität, die sich dann potenziert. Aber er hat jederzeit die Möglichkeit umzukehren. Und der umkehrt, heißt es, steht höher als der Hohepriester, als der Kohen Gadol. Der umkehrt, ist in dem Augenblick der Größte überhaupt. Und deswegen heißt es immer, freuen sich die Engel, freuen sich, alles freut sich. Diese Umkehr beim Mensch ist das Größte, was der Mensch erleben kann, und ist eben auch das, wo sich seine Perspektive jetzt ändert. Er schaut jetzt die Dinge von der anderen Seite an. Und da heißt es doch bei Mose und bei Gott, er sah nur seinen Rücken. Man sieht nur rückwirkend dann auf einmal, mein Leben war doch ein Wunder gewesen. Es war doch so groß. Teshuvah ist die Umkehr im Hebräischen. Metanoia im Griechischen ist eigentlich eine neue Gesinnung im Griechischen. Metanoia. Und im Hebräischen ist es diese Umkehr, die auch mit dem Wort Shabbat zusammenhängt. Dieses Shin Bet ist bei Teshuvah der zentrale Teil. Und das ist, heißt, es kommt jetzt zur Ruhe. Es endlich findet es mal Ruhe. Nicht irgendwann, also dieses Wort Skula wieder, irgendwann mal wird es so sein. Ich muss noch 13 Seminare besuchen und jeden Tag, was weiß ich, 10 Stunden joggen gehen und dann irgendwann kommt es. Nein, es ist da. Wir müssen nur diesen Weg finden. Ich bin die Tür. Wir müssen diesen Weg und die Tür finden, um dahin zu kommen. Und dann finden wir bei ganz vielen Begebenheiten in Evangelien, wo Jesus sagt, ich muss in dein Haus einkehren, ich muss in dein Haus. Und Markus 2 ist zum Beispiel diese Geschichte von dem Gelähmten, der von Vieren, haben Sie es mal gelesen, da steht das Zahlwort Vier im Griechischen, der von Vieren zu Jesus getragen wird, der im Haus ist, und dann decken sie das Dach ab und so weiter. Hier trägt die Vier die Gelähmte 1. Die ist gelähmt, die hat keinen Gang mehr. Und dann in diesem Zustand trägt die Vier. Das ist der Baum bei dem Zachäus, der trägt. Der trägt den, der hat die Kraft. Dieses Angesammelte, auch dieses Wissen hat tatsächlich, da ist auch eine Kraft drin. Man kann über diese Art der Weltbetrachtung, kann man auch einen Halt haben, woraus man sieht plötzlich, auf dem, wie heißt, sagen Sie das Zitat nochmal von Heisenberg? Heisenberg. Ja, gerne. Ja. Wenn man anfängt. es ist dieses Zitat mit dem Becher und wo man erstmal. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Haben Sie es verstanden alle? Ja. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Ja.
Und das sagt ja der Begründer der Quantenphysik. Und bei anderen ist genau das Gleiche, dass man irgendwann sagt, ich kann es nicht anderen, wie heißt der, der Mann auch ganz bekannter Wissenschaftler, der sagt, ich kann es nicht anders nennen als Gott. Das ist, ich habe keine andere Erklärung dafür. Aber man soll eben Gott nicht benennen. Weinreb sagt mal, wenn ich deinen Namen kenne, weiß ich, wer du bist. Also benennt man den Namen Gottes nicht und spricht ihn nicht aus, weil der Name sagt, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich, ja. Und man kann Gott in diesem Sinne nicht kennen, natürlich nicht. Allein wenn wir mal überlegen, wie viele verschiedene Wahrnehmungen jetzt hier sitzen, mit mir zusammen, wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen, wie unterschiedlich wir gewachsen sind. Und Gott schaut durch uns hindurch und erlebt die Welt durch uns. Und das hat mit dieser 70 auch zu tun. Gott ist auch in diesem Wein, das Wein ist ja das Blut, heißt es, wird immer verglichen. Oder auch mit diesem Abendmahl, das Ritual, das Blut ist das Wein, das Blut ist der Wein. Also es wird in einem Rutsch immer wieder genannt. Und Blut heißt doch einfach nur Dam, also Dalet Mem. Und davon kommt das Wort Dome. Dome ist Gleichen. Aber auch, so ich weiß, Duma ist Schweigen. Also man sagt, es gleicht das Blut und das Gleichnis. Das zeigt etwas von Gott. Deswegen ist doch das Blut auch so ein ganz besonderer Stoff. Heißt ja nicht umsonst, die Seele, die Nefesh, heißt es da, ist im Blut drin. Und hat doch ganz, dieser ganze Austausch im Körper, dieses Lebenserhaltende, kommt ja nur durchs Blut zustande. Wir können essen und atmen, so viel wir wollen. Wenn das Blut es nicht verteilt, passiert gar nichts. Und genau so wird also der Wein gesehen. Der Wein ist das, habe ich es hier noch? Ja, der Wein, das Fließende, ist Grundlage für das Sich-Ändern. Denn der Wein fließt ja flüssig. Das ist überhaupt von diesen sieben Arten, ist das, was ganz schnell fließen kann. Durch dieses Pressen kommt etwas jetzt, es kommt im Leben etwas in den Fluss. Das ist auch ein Wort, was man heute sehr gerne verwendet. Und Csikszentmihalyi, das war der ungarische Kognitionswissenschaftler, weil ich weiß, der hat den Begriff The Flow geprägt. Und es ist plötzlich jemand im Flow. Und das sehen wir wieder klassisch bei Kindern, die eben im Spiel drin sind, die völlig Raum und Zeit vergessen. Das sehen wir bei dem Musiker, bei einem Künstlerin, bei einem Maler, Malerin, was auch immer. Man ist dann drin und auf einmal kommt etwas von der anderen Seite. Das hat mit diesem Fließen zu tun, mit dem Wein, der jetzt genossen wird. Und dann heißt es, der Wein erfreut dich. Wenn es im Flow ist, wenn unser Leben fließt, wenn es einfach so dahin geht, dann fragen wir plötzlich nicht mehr nach dem Sinn. Wenn wir nämlich uns wirklich mit irgendetwas, das kann auch eine Begegnung sein, wir haben eine Begegnung mit einem Menschen und denken, boah, das hat wirklich gut getan. Und dann fragen wir nicht, hat das jetzt einen Sinn gehabt, dass ich dem begegnet bin? Wir stellen die Frage nach dem Sinn nicht mehr. Sinn ist etymologisch mit Weg verwandt, der Weg. Wenn ich die Sinnfrage stelle, stelle ich die Frage nach dem Weg. Wenn ich dann einen Weg habe, einen eigenen Weg, finde ich auch den Sinn. Meinen Sinn, ich kann nur meinen Sinn finden. Also alles andere wäre Unsinn. Für das sich ändern, Grundlage der Beziehung, welche doch in ihrer Vielfalt, in ihren Variationen, in ihrem Wachstum, positiv oder negativ, das sich ändern als Grundlage haben. Sonst wären Beziehungen doch gar nicht möglich. Oder sie stürben aus Langeweile. Also natürlich braucht das immer wieder den Wechsel. Man muss sich immer wieder neu überraschen. Und das Leben überrascht uns auch immer wieder neu. Und das macht ja eigentlich das Leben auch erst aus. Man stellt sich mal vor, ja, diesen älteren Herrn aus dem Seniorenheim, den ich Freitagabend erwähnt hatte, der sagt, ich habe keine Abwechslung. Ich habe einfach jeden Tag das Gleiche. Ich gucke an die gleiche Decke, ich sehe die gleichen Leute reinkommen, es gibt das gleiche Essen, immer das Gleiche. Dann sagen manche, da kann ich mich auch gleich erschießen. Das ist genau so die Konsequenz aus diesem, weil wir mögen nicht dieses Starre, dieses Erstarrtsein, wir mögen das Fließen. Das Erstarrt ist das Eis. Und das Eis, da kann ich nicht allzu viel mitmachen. Ich kann mich mit Eis nicht waschen zum Beispiel. Ich kann es nicht trinken. Das muss immer erst in den Fluss kommen. Und das hat mit dem Wein zu tun. Weil Wein enthält ja auch dieses Wasser, was über den Regen in die Erde kam und die
Pflanze aufgenommen hat. Und dieses Wasser, was dann in diesem Wachstumsprozess in diese Traube gekommen ist, das wird dann gewandelt mit all dem, was die Natur da zur Verfügung stellt, und durch die Vergärung bekommt es dann eben diesen Alkohol mit rein. Und jetzt könnte man die Wirkweisen, die Wirkungen von Alkohol noch alle besprechen. Das wissen Sie aber, glaube ich, alle selbst auch. Und also ich meine jetzt nicht nur den Rausch, sondern auch als Desinfektionsmittel, als Reinigungsmittel oder im Körper überhaupt, was Alkohol auch für positive Eigenschaften hat, wenn es in Maßen ist. Und das alles gehört dazu. Und Gott schenkt uns die ganze Welt zum Genießen. Zum Genießen, aber in der Form durch die Rückbindung zurück. Und nicht dadurch, dass man es an sich abstrakt, ohne Verbindung zu irgendetwas nimmt. Dann ist es kein Genuss mehr. Ja, ich möchte an dieser Stelle kurz eine Pause machen, weil wir jetzt mit dem verlorenen Sohn konkreter weitermachen wollen. Mit dem Öl und Wein möchte ich noch sagen, der Wein ist also das von der dritten Frucht. Das Öl ist von der sechsten Frucht. Das Öl ist übrigens auch fließend, wissen wir, aber es fließt zäher. Es ist nicht so schnell, nicht so. Es hat eine ganz andere Art des Flusses, und es ist das Zahlenverhältnis 3:6 ist 1:2. Das hat mit dem Vater zu tun. Es geht natürlich bei dem Samariter dazu, dass man wieder zurückkommt. Im Außen ist der, bleibt mal bei dem griechischen Wort, ist der Samariter, der ist dafür zuständig, und weil er zuständig ist, kümmert er sich. Und wir haben also im Außen etwas, das für uns zuständig ist. Also Gott hat dafür gesorgt. Und der Kohen, der Priester und der Levit, sagt Weinreb, das ist Seele und Geist. Und die sind außen nicht zuständig. Die sind nicht für unser äußeres Leben zuständig. Deswegen, wenn jemand sagt, er plant gerne und er schafft gerne und so weiter, und dann ist das in Ordnung, weil wir müssen hier auf dieser Welt auch eine gewisse Planung haben. Wir müssen konstruieren können, wir müssen uns auch auskennen mit den Materialien. Und das alles hat mit diesem Hüten auch zu tun. Mit diesem, auch hier so eine Tagung muss auch geplant werden. Wir Menschen neigen immer zum Extrem und sagen, ja, jetzt ist alles geistlich und wunderschön. Nein, wir haben auch die andere Seite, wo wir eben ganz konkret auch mit der Materie umgehen, wo jemand ganz konkret ein Essen macht, nicht nur eine geistliche Speise, und wo man auch ganz konkret auf die Toilette gehen kann. Ich stelle mir das vor, ach, hier. Und so ist diese Welt mit dem Schomer, mit dem Samariter, heißt, ich brauche das, und es ist da, dass es sich um uns kümmert. Unser Organismus wurde so gemacht, dass er sich um uns kümmert, dass wir hier leben können. Und das finde ich, ist eine wunderschöne und wunderbare Botschaft. Viertelstunde.